Herzlich willkommen. Mit dem ACMP Asset Management haben Sie die volle Transparenz für die von Ihnen verwalteten Wirtschaftsgüter. Nehmen wir mal an, heute Morgen hat sich ein User von Ihnen gemeldet, Herr Miller. Er benötigt einen zweiten Monitor. Da stelle ich mir natürlich als Administrator jetzt erstmal die Frage, okay, was hat er momentan für ein Gerät im Einsatz, damit ich ihm dann das gleiche Gerät als Zweitmonitor nochmal zur Verfügung stellen kann. Da gehe ich erstmal bei uns ins ACMP, ins Asset Management und schaue unter dem Punkt Kontakte, welches Gerät ihm denn jetzt zugewiesen ist. Da kann ich erstmal suchen nach dem Kontakt. Da finde ich ihn auch. Und dann wird mir jetzt auf der rechten Seite auch das jeweilige Gerät angezeigt. Da haben wir momentan einen Dell U2715H im Einsatz. Und da wollen wir jetzt mal einfach noch schauen, ob wir noch ein zweites Gerät von der jeweiligen Serie haben, damit wir ihm zwei gleiche Monitore zur Verfügung stellen können. Gucken wir mal nach, direkt unter alle Assets, Displays, können wir direkt sehen, was für Monitore momentan verfügbar sind. Da sehen wir den einen zugewiesenen, dann noch zwei andere Geräte. Von dieser Art, von den 27 Zöllern, haben wir leider keinen mehr auf Lager. Da haben wir einen 24 Zoll auf Lager. Dann kann ich ihm erstmal das Gerät zuweisen, bis ich einen neuen bestellt habe und den dann aufstelle. Aber momentan kann er dann auch erstmal mit dem 24 Zoll, denke ich, ganz gut leben. Öffne ich das Asset einfach, gehe hier unter dem Bereich detaillierte Informationen, weise hier jetzt den Benutzer zu, der wird ja jetzt gleich erstmal einmal meckern, weil momentan steht noch das IT-Lager hier oben drin. Da suchen wir einfach mal nach dem Herrn Miller nochmal. Bestätigen das. Genau, jetzt kommt die Warnung. Dann können wir OK sagen, ändert er das gleich ab, trägt hier die Abteilung ein und dann können wir noch sagen, der ist nicht mehr eingelagert, sondern in Benutzung. Und dann speichern wir das ab und dann haben wir Herrn Miller auch den zweiten Monitor zugewiesen. Mit dem ACMP Asset Management lassen sich auch Ihre Geschäftsprozesse optimieren. Ich möchte nun für Herrn Miller den zweiten passenden Monitor, den wir bestellt haben, im Asset Management eintragen. Hierfür ist es am einfachsten, wenn wir einfach den bestehenden Monitor vom gleichen Modell duplizieren. Hierfür wählen wir die Duplizieren-Funktion im Kontextmenü aus. Nun können wir noch dieses Asset anpassen. Geändert hat sich ja jetzt hier einfach nur die Inventarnummer des jeweiligen Assets und das entsprechende Rechnungsdokument, was dann zum neuen Monitor entsprechend passend ist, was ich jetzt an diesem Asset hier noch verknüpfe. Anschließend speichere ich mein neues Asset ab. Das hat die Inventarnummer 12 entsprechend bekommen und ich kann jetzt noch ein Ausgabeprotokoll für Herrn Miller ausfüllen. Hierfür gehe ich einfach unter den Bereich Assets und lasse hier das Ausgabeprotokoll ausgeben. Muss hier noch die Inventarnummer eintragen. Da haben wir die Inventarnummer Nummer 12. Und dann sehen wir hier den neuen Monitor. Herr Miller muss dann einfach nur unterschreiben, dass er den erhalten hat. Ich quittiere das Ganze nochmal und schon hätten wir hier auch die Übergabe durchgeführt. Natürlich liefert das ACMP Asset Management auch ein hohes Synergiepotenzial. Sie können zum Beispiel im Helpdesk auch auf Ihre Asset-Daten zugreifen. Um den Monitortausch bei Herrn Miller final abzuschließen, fehlt eigentlich nur noch ein ganz kleiner Schritt. Er hat sich noch einmal bei uns im Support gemeldet, um mitzuteilen, dass ihm noch die Software für seine neuen Dell-Monitore fehlt. Wenn ich mir hier das Ticket einmal genau anschaue, sehe ich direkt weiter unten im Asset-Tab, dass er momentan die zwei Dell-Monitore besitzt und ich sehe auch unter dem Clients-Tab, an welchem Rechner er momentan sitzt. Hier kann ich direkt seinen Client selektieren, um einen Client-Command auszuführen. Die Client-Commands dienen zum Ausführen von zum Beispiel Softwarepaketen oder kleinen administrativen Anwendungen. Hier brauche ich jetzt einfach nur auswählen, welches Softwarepaket ich denn auf dem jeweiligen Rechner ausführen will und kann das dann direkt bestätigen. Nun sende ich noch einen kleinen Infotext an Herrn Miller, damit er auch Bescheid weiß, dass ich ihm jetzt diese Software zugesendet habe. Das Ganze schicke ich per Mail raus, füge noch eine Arbeitszeit hinzu, dass ich auch genau weiß, wie lange ich entsprechend gebraucht habe. 24 Minuten brauche ich jetzt nicht für diesen Vorgang, sondern ich sage mal 5 Minuten. Und dann hätten wir diesen Vorgang auch entsprechend abgeschlossen. Ob es das Kontrollieren der Garantielaufzeiten Ihrer Assets ist oder einfach nur der Lifecycle Ihrer Assets, den Sie dokumentieren wollen. Mit dem ACMP Asset Management haben Sie viele spannende Möglichkeiten, Ihr Tagesgeschäft einfacher zu bewerkstelligen. Wenn Sie Interesse an einem individuellen Termin haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.